kämpft und mit großem Bedauern den Fehler seiner Tochter am Wasser registriert haben wird. Vicky van de Poel ist bei uns. Sie, die gestern pausiert hat, wie alle vorgestern in der zweiten Wertungsprüfung mächtig Boden gut gemacht hat. Sich in die Top 10 kämpfte, aktuell Platz 8 belegt mit dieser Frenchy VDS von Cornet Obolensky und Kidam de Revel abstammend. Dann kommt Podor in der dritten Generation dieser 9-jährigen in Westfalen geborenen und registrierten Stute. Und die Kombination Kidam de Revel mal Podor brachte auch schon eine gewisse Eve Desitis hervor. Diese Kidam-Stute, die Weltcup-Springen gewonnen hat unter dem Franzosen Hubert Boudy, sie ist die Vollschwester der Mutter, dieser Frenchy. Und wie schon vorgestern sieht das heute wieder spitze aus. Tolles Paar. Fährt das immer mit ganz viel Energie und Einstellung diese Parcoursaufgaben absolviert. Und Vicky van de Poel im Sattel, die das Ganze wirklich ganz, ganz feinfühlig zu begleiten weiß. Daumen drücken jetzt für die letzten beiden. Ja, das sieht klasse aus. Spitzenrunde des 9-jährigen Frenchy VDS und ihrer 24.